Nicht vergessen. Ja, okay, weiter. Weil ihr 8 Pages gefunden habt. Ja, 8 Pages. Wir vergessen nicht Goldchen. Mehr Szenerie, mehr nervige Charaktere, die Hilfe brauchen. Ja, genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Aber ich überlege gerade mit dem Unterwasser-Ding in dem zweiten Tempel, den wir in der zweiten Welt waren. Können wir da weiter? Nee. Nee, der bringt uns nichts. Ich weiß nicht, wie der seine Blubberblasen kriegt. Wir brauchen die Fähigkeit von hier. Nein, nein, will ich jetzt nicht. Nein. Ich auch das in Ja drücken. Ich will erstmal so rein. Und los geht die Reise! Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ein Ladebildschirm. Den Ladebildschirm. Trauerlabyrinth. Sumpf. Okay. Da hängt wieder so ein Vieh. Das ist definitiv eine Fähigkeit von hier. Hier geht es direkt das erste Mal ins Wasser. Oh nein. Oh, bitte nicht so oft benutzen. Liebe Entwickler, bitte nicht so oft. Das ist die nervigste Fähigkeit, die ich jemals irgendwo gesehen habe. Das ist wie die Eisenstiefel bei Zelda. Ah, das nervigste Gadget überhaupt. Aber das Level gefällt mir schon mal. Von der Aufmachung her. Itzke. Machen die denn für Geräusche hier? Die blöden Pilze. Ah, guck mal, wenn wir die Fähigkeit nicht haben, kommen wir hier gar nicht weiter. Weder. So, da kann ich hochschwimmen, in der Blase sind. Also, wenn das nicht aus ist. Was bist du denn? Geh weg. Geh denn nicht dahin, wo ich raus will. Ih, du bist ja hässlich. Ih, voll Deibel. Musik ist cool in dem Level. Also in der Welt, besser gesagt. Okay. Ach, das ist. Okay, nicht reingehen. Grün und eklig nicht reingehen. Das merken wir uns mal. Ich esse ich mal. Ah, die kann ich also kaputt machen. Gut. Oh nein, das ist der erste nervige Charakter. Und das sind wieder. Das sind wohl Schimmelsporen. Ja, so im Sumpflabyrinth, ne? Hey, hallo? Hallöchen, Herr oder Frau Kürbis. Wir suchen nach Peaches. Haben Sie welche gesehen? Hallo? Echse? Stück Papier hängen hinten im Falle da hinten. Falle ausgelöst durch platschendes Geräusch. Also halten, Füße trocken. Echse. Jupp. Hitler. Das heißt, wenn ich jetzt ins Wasser falle, ist vorbei. Aber das sollte machbar sein, denn ich will gar nicht ins. Okay, wenn ich mich nicht bewege, geht's dann? Also ich komme zumindest ohne Bewegen wieder hierhin zurück. Muss kurz unter Wasser gehen, ob es hier was gibt. Aua, Dom gibt es ja.
Die hätte ich zumindest schon mal gefunden. Nicht wieder gegen den Turm rennen. Yeah. Kann ich das vielleicht noch gar nicht machen? Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Jo, ich dachte mal, was denn das? Hier da hinten was rumspringen. Mensch, diesmal hat er sogar ein Dach über dem Kopf. Was war das da oben? Bitte, Sophie. Ja, geh erstmal ins Telefon. Ich guck mir nur mal kurz um. Was? Jetzt sind wir wieder so groß. Mach dir mal deine Deko kaputt hier. Hey, Kollege! Willkommen, Freunde! Wir reizen euch zu sehen. Okay, Wurstgesicht, das FBI hat dich also noch nicht erwischt. Ich überlege, ob ich einen neuen Geschäftszweig starte. Einen Lieferservice mit Drohnen. Patentiert von draußen aus neue Tricks. Würden direkt zur Tür des Kunden geliefert. Mitsamt eines professionellen Anleitungsvideos. Von mir selbst gefilmt. Was haltet ihr davon? Sollt sich beeilen. Ich hab gehört, da gibt's einen. Der hat das schon vor, ne? Ich würde dir nicht mal zutrauen, Pizza zu liefern. Super, eure Unterstützung bedeutet mir viel. Nun denn, wollt ihr euch ansehen, was ich auf Lager habe? Nein, eigentlich nicht. So, was hast du denn schön? Ah, können wir uns beide kaufen. 2% Rabatt und gratis Versand. Geil. Echsenpeitsche, mit diesem einfachen Manöver erreichst du viele Punkte. Aber mal ganz kurz einen Schluck trinken, ey. Ich rede mir mundfusselig. Wo ist mein Trink? Das hier? So. Warte. Sind wir auch schon wieder mit diesem Manöver? Okay, kauf mal. Wir haben genug Geld. Erste Wahl, bist du sicher, dass du ja, will ich. Kollege, der nächste Trick hat mir 3 Jahre in Folge die Auszeichnung als beste Verkaufsschlange des Jahres eingebracht. Weniger Wörter mit S, das wäre ein Ding. Wie kann man mit einem Trick eine Verkaufsauszeichnung gewinnen? Außer es so schlecht, dass du ihn jemand anderem angedreht hast? Sie haben meine tadellose Technik gewürdigt. Du meinst wohl eher deine alberne Erscheinung. Ele! Oh, fort, Dausers. Was hast du für uns? Mit der Echsenpeitsche kann unser Echsenfreund bestimmte Griffpunkte festhalten, indem er sich auf sie ausrichtet und B drückt. Ah, das sind die Dinger, die über an der Wand hängen. So kann man über Klüften gelangen, sich in der Umgebung festhalten und mehr. Klingt gut, wir werden zurückkommen, falls wir unsere Erinnerungen auffrischen müssen. Ah, geil. Dieser Trick ist ein wenig fies. Verwende ihn nicht in der Nähe von Glas. Können wir damit die Eisblöcke kaputt machen? Und den Kollegen rausholen in der zweiten Welt? Das wäre ja mal nice. Erste Wahl. Was? Wieso so wie bloß ein S? Hallo? Da ist ein S. Bloß ein S. Erste Wahl. Bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja, will ich. Der nächste Trick ist
ist ein wenig krass. Erwähnen die ihn nicht in der Nähe von Glas. Genau, das war der Plan, mein Freund. Mit dem Sonarsprenger kannst du einen verheerenden Überschallknall entfesseln, der alle nahen Feinde betäubt. Klingt nicht übel. Das stimmt mich einigermaßen optimistisch. Also, wie funktioniert das? Womi? Halte einfach LT und drücke den Sonarsprengsatz zu verwenden. Vielleicht solltest du auch noch ein paar Kopfschmerztabletten erwerben. Denn dieser Trick geht ganz schön auf die Birne. Jo, jetzt haben wir alles, was er anbietet, ne? Ja. Da lernen wir aber noch ganz schön was, ey. Das war's schon. Und bald wieder, bevor sich jemand die Sachen schnappt. Gibt ja gar nicht mehr, du Vogel. Was soll ich gedrückt halten? Irgendeine linke Taste. Hä? Oh, okay, so machen wir eine Animation. Also auch. Ja, er wird nicht geheult. Hä, wie ging das? Hallo? Nein, der Inspektor. Achso, jetzt habe ich nicht gelesen. Egal. Ich will einfach Pause machen. Ah ja, das ist die dritte Welt. So Nachbringer, wie war das? LT? Was ist LT? Ja, wir sehen uns. Ja, ja, genau, danke schön. Der klingt cool. Und Screenshot-Zeit? Ja. Der hat eine Geräuschkulisse, ey. So, und wie war das? Hier irgendwo so ein Ding und dann B. Ja, einmal frei. Und dann weiß ich auch schon, wie wir den nächsten Pechi kriegen. Indem wir den erstmal weghauen hier, den Vorhol. Und noch einen. Egal. Und zwar, wir dürfen ja nicht aufs Wasser. Zack. So, nicht aufs Wasser, aber hier gibt es doch 100 Pro irgendwo. Hä? Wie soll es denn sonst gehen, wenn es hier... ...nicht so ein Ding zum Festhalten gibt? Hä? Ich war mir sicher, das geht jetzt so. Ja, Wassergeräusch. Wow, muss ich erstmal mal in die Mitte? Hey, hier muss es doch so ein Ding zum Festhalten jetzt geben. Die vielleicht einen längeren Weg gehen? Zack. Und da oben ist so ein Teil. Ja, ja, komm, geht weg. Ihr seid immer noch hässlich, wohl bemerkt. Meins? So, jetzt ist das aktiviert. Da hinten kommen wir. Hier hoch. Krass. Okay, jetzt brauchen wir schon, zumindest schon nicht mehr tauchen. Echt nice. Das Level-Design ist echt gut gemacht. Ja. Da ist schon der rote. Oh, und schwupp. Nein. Hier wieder hoch. Ich will wieder hoch. Dann kommen wir an den Pechi, mal wenn die ins Wasser gefallen sind. Dankeschön. Okay. Jetzt müssen wir uns ja noch mehr umgucken, um alles zu finden. Ey. Krass. Das macht die Level ja noch komplizierter. Aber sowas habe ich in die anderen Welten, glaube ich, nicht gesehen. Aber wir gehen einfach nur unten sammeln, wenn wir schon hier sind. War der rote? Ah, der war der, der kämpft. Oh. Da komm, da komm, da komm, da komm, da komm. Hallo. Da
komm, da komm, da komm, da komm, da komm. Hallo. Da komm, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm. Hallo. Dankeschön. Prima, da hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Jo, komm ich mal besuchen. Du Kühlschrank. Was macht ihr unten? Party? Ah, in der ersten Welt gab es auch noch was ich noch machen wollte. Fällt mir gerade ein. Was? Und zwar, da war ja dieser, das Schwein, das Polizistenschwein, oder was das war. Nee, nee, kein Polizist, sondern, Bogenschütze oder sowas. Was ist das denn jetzt? Oh krass, das Level verwirrt mich jetzt schon. Dankeschön. So. Geht gerade erst los, ne? Hier ist ein Knopf. Und da sind diese Sporen oder Pilze. Giftpilze, was das ist. Weißt du, so Giftsporen, so Schimmelsporen. Was passiert jetzt? Das schaffe ich doch nie im Leben. Okay, das schaffe ich nicht. Nee, ich hier dagegen. Wo geht's zurück? Da geht's zurück. Wenn ich befürchte. Okay, ja, schwimm vorwärts. Denn ich glaube, der Trick. Weil der Nicht-Trick, wie man es nimmt, hier genau andersrum. Anstatt durchs Wasser zu gehen, oben lang. Und schauen, ob es da einen Weg gibt. Nee, sieht nicht so aus. Dauert doch viel zu lange. Ah ja, wir können. Ja, wir müssen in die erste Welt. Wir müssen in die erste Welt. Wie viel Zeit habe ich? Kann ich rollern? Kann ich auch probiert. Nein, ich kann nicht rollern. Achso, die Taste ist ja auch belegt. Oh krass. Okay, ich glaube, hier fehlt uns irgendein Trick. Wüsste sonst nicht, wie man das schaffen. Also geschwommen auf keinen Fall und es sieht auch nicht aus, ob man da überhaupt durchlaufen kann. Oder? Hier auf der Seite nicht. Wir gucken mal hier. Ich hier vorbei? Nee. Nee, man kommt ja nicht durch. Ich muss wahrscheinlich. Oder kann. Ja. So, ist hochschwimmen. So. Mach mal Blase bitte. Irgendwas, wo ich mich hinziehen kann. Okay, gut. Dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Apropos nicht weiter. Ich kann aber trotzdem mal auf der anderen Seite gucken, ob da oben was gibt. Vielleicht gibt es einfach einen zweiten Knopf. Würde mich bei den Spieleentwicklern hier echt nicht wundern. So, zack. Ja, ich wollte hoch und den machen. Hallo. Meins. Alter, wo bin ich denn jetzt? Ich weiß schon, warum dieses Level Labyrinth heißt.
Zum Teufel ist das denn jetzt? Geh einfach mal rein. Einfach rein. Pumpwerk. Ist ein Pidgey. Erzählst du was? Nein. Also Knöpfe. Ah, okay. Okay, ich hab's verstanden. Jetzt ist es neu starten. Geh mal raus, dann startet es bestimmt neu. Ich habe verstanden. Aber so ein extra Haus hier, nur um die eine Aufgabe hier drin zu verteilen? Okay, cool. Was ist da für ein Knopf? Ach, da muss ich Kiste hin, okay. Wir müssen hoch. Und dahin. Ja, eigentlich. Erstmal runter. Falsche Richtung. Bisschen Zeit ist ja noch. So. Hallo. Bitte. Bestes Geräusch ever. Ein Pidgey. Juhu. Yeah. Ja, war's das schon? Ziemlich großer Raum für die kleine Aufgabe. Aber egal, wir haben ein Pidgey. Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt von der Welt hier. Die gefällt mir echt gut. Kann ich die Dinge kaputt machen? Nein. Was sind das hier immer überall für Dinger? Wieso ist da schon wieder ein Knopf? Das ist eine Abkürzung einfach. Das wäre ja cool. Ja, ist einfach eine Abkürzung. Geil. Es gibt noch mindestens eine davon. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, ich habe da gerade was gesehen. Alter, bitte nicht. Komm her. Ja, ui. Pilze machen echt merkwürdige Geräusche hier. Ich achte schon wieder gar nicht mehr auf die Dinger hier. Was? Ah, okay. Komm, Kiste. Kamera. Ja, ich wollte den haben, aber geht schon. Okay, geht's immer weiter hoch, wenn ich das richtig sehe. Muss kurz umgucken. Ach, da geht's zu den komischen Teilen. Alter, wie groß ist denn das hier noch? Ist ja übel, ey. Richtig? Das war eine andere, aber.
Dankeschön. Ach, guck mal. Geh mal weg. Wann geht's weiter? Na, Mensch. Eins. Und dann da. Ah, oh, ja, genau. Ich bin doch irgendwie schlau. Wie war das Thema? Du bist schlau und so? Den Knopf merken wir uns mal. Aber der könnte auch eine Abkürzung sein. Drücken wir mal drauf. Ja, ist eine Abkürzung. Immer da denken. Du bist schlau und so, ne? Nein! Verdammt! Kann ich hier durch? Kann ich hier durch? Ja. Muss mal ausprobieren, ob ich das im Flug aktivieren kann. Nee. Ein Doppelsprung. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich erst anziehe, wenn ich am Boden jetzt den Doppelsprung mache. Ja, das geht. Okay. Ach ja, so. Ah, nein, nicht fliegen. Nein. Okay, okay. Wir schaffen das. Dankeschön. Nein, wieso bin ich denn jetzt? Ich mache ein Geräusch, habe ich die gehört. Wieso bin ich jetzt geflogen? Das ist doch gar nicht so schwer. Hallo? Hallo? Kann ich hier stehen bleiben? Kann ich? Nein. Na, Mann. Was war hier? Bestimmt das leichteste. Das leichteste Ding hier in dem ganzen, in der ganzen Welt. Ich krieg's nicht auf der Reihe. Einfach stehen bleiben. Nochmal drücken. Nochmal drücken. Dankeschön. So, schon wieder 29. Cool. Bin ich da drauf? Ich bin da drauf. Juhu! Kann ich hier hoch? Ich will da hoch. So, jetzt können wir uns aber ein bisschen umgucken. Unten ist ein Kürbis. Da hinten ist der Kühlschrank. Da war mal. Ne, das ist aber draußen steht, ja. Oder wo die Baumstämme fließen. Da ist noch ein Haufen Zeug. Hinten geht's weiter, aber hier können wir nicht um den Boden. Ich nehme an, wenn wir die Welt erweitern, kriegt man hier die Baumstämme dazu. Okay, das heißt, ich würde jetzt erstmal ach, hier können wir auch nicht um den Boden. Verdammt. Also können wir hier wahrscheinlich auch die Baumstämme dann da. Was? Darf ich die Kamera drehen? Dankeschön. Will ich denn erstmal da lang gehen? Alter, Kamera! Ach, verdammt. Und? Oha! Wo war denn der Eingang? Hier. Tiefers Game Ready 2, weil wir hier sind. Nein, jetzt nicht. Das ist noch eine Feder. Mir geht diese blöde.
Mir geht der Blödsinn unter Wasser nicht aus dem Kopf. Mit die paar Sekunden los. Die ganze Zeit schon. Das in dem Haus haben wir schon gemacht.